5 Tipps, um erfolgreich zu netzwerken. Ja Leute, in diesem Video geht es ums Thema Netzwerken oder um das Thema Netzwerken. Heißt also, wie schaffe ich es, mir ein Umfeld aufzubauen, welches für mich unterstützend agiert, ja, oder welches mir eben hilft. Und das ist sowohl für normale Personen sehr wichtig, als auch für Unternehmer. Ja? Also ganz egal, ob du jetzt nur ein Business aufbauen willst oder ob du in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens erfolgreich werden willst, ohne ein Netzwerk kommst du früher oder später nicht mehr weiter, beziehungsweise mit einem Netzwerk ist alles wesentlich einfacher. Und deswegen denke ich, dass dieser Punkt, erfolgreiches Netzwerken, wirklich für jeden, der sich diesen YouTube-Channel hier anschaut, essentiell und sehr, sehr wichtig ist. Tipp Nummer 1. Ein gutes Netzwerk ist für eine erfolgreiche Karriere erforderlich. Ja, es gibt ein sehr gutes Buch, was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, und zwar von Keith Ferrazzi, Never Eat Alone oder Geh niemals alleine essen auf Deutsch. Und in diesem Buch sagt er eben, dass wenn man eine wirklich erfolgreiche Karriere anstrebt, das Netzwerken, egal in welcher Branche, also wir reden jetzt auch nicht nur davon, dass du eben Arbeitnehmer werden sollst oder Unternehmer werden sollst oder was auch immer, oder Arbeitgeber also, aber für jede Branche ist Netzwerken oder ein gutes Netzwerk erforderlich. Und ich muss von mir persönlich oder muss eben gestehen, dass ich das sehr, sehr spät gelernt habe, diesen Punkt, dass ich am Anfang immer dachte, ja gut, ich kann ja alles alleine sozusagen, und dann später gemerkt habe, wie wichtig eigentlich ein gutes Netzwerk ist. Und das ist eben mein allererster Tipp für eine gute Karriere, egal in welchem Bereich nochmal, ist ein gutes oder ein großes Netzwerk erforderlich. Tipp Nummer 2. Jeder kann lernen, wie man sich ein erfolgreiches Netzwerk aufbaut. Ja, so ist es eben mit allen Eigenschaften bzw. Skills, die man sich antrainieren kann, wenn man sie noch nicht kann. Man denkt immer, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man denkt, oh Gott, ja, das ist. Man sieht jemanden, der es extrem gut kann, und dann denkt man, ja, diese Person ist ein Halbgott oder hat das als Talent in die Wiege gelegt bekommen. Und in der Regel ist es nicht so. Das bedeutet, im Prinzip kann sich jeder in jedem Bereich seines Lebens etwas aufbauen. Das heißt also, auch du kannst lernen, wie du ein erfolgreicher Netzwerker wirst, beziehungsweise wie du dir ein erfolgreiches Netzwerk aufbaust. Diese Erkenntnis zu haben, diese Consciousness, wie es die Amerikaner nennen, ist unglaublich wichtig, um überhaupt in der Lage zu sein, ein Netzwerk aufzubauen. Ja? Weil die meisten Leute eben denken, ich kann das nicht. Und bei mir war es eben auch so. Ich war extrem introvertiert früher. Ich war extrem schüchtern und konnte überhaupt nicht offen mit Leuten kommunizieren. Und erst durch einige Leute, die mir ja eben geholfen haben, diesen Skill auszubauen, beziehungsweise mir gezeigt haben, wie man eben kommunikativer wird, konnte ich mir diese Fähigkeit aneignen. Also, mach dir immer klar, dass auch du in der Lage bist, erfolgreich zu netzwerken, beziehungsweise in der Lage bist, dir ein erfolgreiches Netzwerk aufzubauen. Tipp Nummer 3. Ein gutes Netzwerk beruht auf Loyalität und Gutmütigkeit. Ja, das ist so, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut und nur an sich selbst denkt, nur immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, dann wird das, ja, wie alles im Leben dazu führen, dass nach einiger Zeit, vielleicht nicht sofort, aber nach einiger Zeit das Kartenhaus in sich zusammenfällt. Das bedeutet, denk nicht immer nur an dich, denk nicht immer nur an deine eigenen Vorteile, sondern frag dich auch, beziehungsweise sei auch bereit dazu, anderen Menschen zu helfen. Ja, du wirst es doppelt und dreifach und tausendfach zurückkriegen, wenn du anderen Menschen hilfst. Ja? Das heißt also, während du dir ein Netzwerk aufbaust, denk nicht nur, okay, was ist jetzt mein Vorteil von dieser Person oder aus dieser Person, was ist der Vorteil, den ich für mich rausziehen kann, wie kann ich das Bestmögliche erreichen, sondern frag dich auch, was kann ich vielleicht tun, um der Person etwas zu geben, ja, weil das Sprichwort ist wahr, erst geben, dann nehmen, erst etwas investieren, dann etwas herausholen. Ich kann nicht erwarten, dass ich mir etwas rausholen kann, ohne etwas investiert zu haben. Es ist ein universelles Gesetz des Universums, und genauso ist es eben auch beim Netzwerken. Also investiere erst und hole dann erst etwas raus. Heißt also, sei loyal deinen Leuten gegenüber, mit denen du netzwerkst, und sei gutmütig. Das heißt also, sei bereit zu geben und denk nicht immer nur an dich. Tipp Nummer 4. Ein guter Netzwerker baut sich sein Netzwerk auf, bevor er es braucht. Ja, das ist wieder so eine Sache, dass man eben eigentlich immer vorausschauend arbeiten sollte, aber gerade beim Netzwerken ist es absolut essentiell. Denn wenn du ein Netzwerk oder wenn du dir ein Netzwerk aufbaust und oder wenn du eben sagst, okay, ich möchte ein Netzwerk haben, aber erst daran denkst, wenn du eine bestimmte Person brauchst für irgendetwas, beispielsweise du brauchst jemanden, der deine Videos cuttet, ja, und du nimmst Videos auf und erst danach überlegst du, ich bräuchte jetzt eigentlich jemanden, der meine Videos cuttet. Dann ist es der falsche Zeitpunkt. Das heißt also, ein Netzwerk sollte immer gebaut werden, bevor man es eigentlich benötigt. Weil der Zeitpunkt, wenn man es benötigt, ist der falsche. Das heißt also, ein guter Netzwerker arbeitet also vorausschauend und
plant nicht unbedingt alles natürlich, also sollst jetzt nicht voll intentionsmäßig überlegen, okay, was kann ich wann irgendwann gebrauchen und dir das Netzwerk so hingehend aufbauen, weil das ist eben, hatte ich eben schon gesagt, auch falsch, weil du solltest immer nicht nur an deine eigenen Vorteile denken. Aber ein gutes Netzwerk wird gebaut, bevor man es braucht, heißt also, du baust dir dein Netzwerk auf, bevor du es brauchst und nutzt es dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Tipp Nummer 5, ein gutes Netzwerk basiert auf sogenannten sozialen Kleber, ja, so wie Keith Ferrazzi es in Never Eat Alone nennt und das ist eben das Buch, wo ich ja sehr, sehr viel gelernt habe über das Netzwerken. Was ist sozialer Kleber? Sozialer Kleber bedeutet, also Social Glue bedeutet, dass wir unsere Beziehung zu anderen Menschen nicht nur auf der Ebene aufbauen, auf der wir eigentlich connected sind, bedeutet, beispielsweise, du bist Unternehmer in einem bestimmten Bereich, dann solltest du dich nicht nur mit den Leuten, mit denen du netzwerken willst, treffen, um mit diesen über diesen Bereich zu reden. Das heißt also, nur immer über dieses eine Topic reden und versuchen, darauf das Netzwerk aufzubauen, sondern du solltest versuchen, wirklich auch soziale Dinge mit deinem Netzwerk zu unternehmen. Das heißt also, einfach auch ganz normale Sachen, wie beispielsweise mal etwas zusammen unternehmen, mal zusammen essen gehen, Spaß haben, Fun haben, einfach Dinge, die sozusagen menschlich sind und die nicht völlig rational aufs Business bezogen sind, sondern die euch als Person enger zusammenführen. Ja? Heißt also, ja, frag dich nicht immer, wie können wir jetzt die größtmögliche Effektivität haben beim Netzwerken, sondern frag dich auch, hey, was kann ich unternehmen, um sozusagen den sozialen Kleber, um die Bindung zwischen mir und meinem Netzwerk zu stärken, ohne wirklich übers Business oder warum auch immer du dein Netzwerk hast, zu reden. Okay, ich hoffe, dir haben meine 5 Tipps für ein erfolgreiches Netzwerk beziehungsweise um erfolgreich zu netzwerken, haben dir weitergeholfen und du hast daraus einen Nutzen gezogen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, gib diesem Video einen Daumen hoch beziehungsweise like es, wenn du es dir auf Facebook anschaust. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du darüber denkst, über Netzwerken. Vielleicht hast du auch noch andere Tipps, die dir der Community mit auf den Weg geben möchtest. Vielleicht hast du Kritik oder irgendeine Meinung dazu. Schreib es einfach in die Kommentare. Und natürlich, falls du weitere Videos von mir haben möchtest, dann abonniere natürlich meinen YouTube-Channel A oder B, like meine Facebook-Seite, wenn du dir das Ganze auf Facebook ansiehst. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, viel, viel Spaß beim Netzwerken und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.